Nein! Nein! Lasst jetzt ein Like für diese krassen Gitarren-Skills da. Skü-skü. Freunde! Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich hoffe, mein kleines Gitarren-Solo hat euch gefallen. Ich habe wirklich lange dafür geübt. Ungelogen, ich habe, glaube ich, seit einer halben Stunde überlegt, wie man so ein Projekt beginnt. Ich saß hier und dachte mir, ich brauche eine Idee fürs Intro und mir ist nichts eingefallen. Zum Glück bin ich aber ein begnadeter Gitarrenspieler. Und deswegen begrüße ich euch zum Super Mario Odyssey No Jump, No Coin, No Damage Run. Eine Idee, die damals, ich glaube 2018 oder 2019 von Vic ins Leben gerufen wurde, seitdem häufig von mir gefordert wurde, nachdem ich mit Kaiser Mario Galaxy jetzt durch bin und 3D Marios liebe und eine neue Challenge suche, machen wir jetzt genau das. Let's go. Start im Hilfemodus wahrscheinlich, oder? So, instant mal hier umswitchen. So, da wären wir. Und wie es der Name schon vermuten lässt und wie es vielleicht viele von euch schon kennen, dieser Run besteht daraus, dass man versucht, Super Mario Odyssey ohne zu springen, ohne Münzen einzusammeln und ohne Schaden zu bekommen durchzuspielen. Natürlich wird der Run nicht sofort zurückgesetzt, sobald man eine dieser Dinge tut. Man kann natürlich Speicherpunkte setzen, um dann diese wieder zu laden. Aber das bleibt trotzdem eine äußerst herausfordernde Challenge, weil sich in diesem Spiel einfach an jeder Ecke überall irgendeine Form von Münzen befindet. Wahrscheinlich, wenn ich sogar dieses Plakat hier wegmachen würde, würde ich dafür eine Münze bekommen. Also, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir in diesem Spiel nichts anfassen und absolut clean hier durchlaufen. Ich habe schon mal einen No-Jump-Run abs... Oh Gott, hier muss ich jetzt schon aufpassen. Ich habe schon mal einen No-Jump-Run absolviert. Das hat im zweiten Versuch funktioniert. Dementsprechend kenne ich hier grob die Regeln, auf was man achten muss. Allerdings ist das immer noch äußerst herausfordernd. Und es ist jetzt tatsächlich auch schon relativ lange her, seit ich das Game gezockt habe. Wenn man in einer Verwandlung drin ist, dann darf man springen, weil in einer Verwandlung das nicht gezählt wird. So, hier muss ich jetzt auch aufpassen. Dementsprechend ist eigentlich Gegner-Capturen immer eine gute Sache. Man kann da natürlich immer noch Münzen sammeln und Schaden bekommen. Aber man ist auf jeden Fall ein bisschen safer, was die... Oh Gott, oh, oh. Was die Kriterien angeht. Sehr schön. Aber bisher sieht das wirklich einwandfrei aus. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich aktiviere mal den Checkpoint, dass wir uns hier hin teleportieren können, falls wir Faxen machen. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich jetzt genau hier nach oben laufe, dann wartet dort eine Münze auf mich. Moment. Wenn ich das Ganze skippe, dann sieht das doch gar nicht schlecht aus. Sehr gut. So, jetzt kommt aber schon die erste Herausforderung. Diesen Fight prinzipiell ohne Schaden hinzubekommen, ist absolut kein Stress. Ist wirklich absolut kein Stress. Allerdings, wenn man nicht hüpfen kann, macht das einfach deutlich schwieriger. Sehr schön. Jetzt, oh Gott, hier werden auch noch Münzen gedroppt. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Der Hase ist hier drin. Nein! Ich habe das Herz eingesammelt. Ich bin wieder da. Ich weiß übrigens absolut nicht, wie die heißen. Ob die überhaupt Namen haben. Wahrscheinlich schon, allerdings kenne ich sie nicht. Die Brutals sind eine Gruppe von 4 anthropomorphen, weißen Hasen aus Super Mario Odyssey. Angeführt werden sie von Top Bear. Die anderen 3 Mitglieder der Brutals sind Harit, Rango und Spuart. Jetzt werde ich hier aber keine Fax machen. Ist er hier drin? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Er ist da. Er ist da drin. Sehr gut. Jetzt auf Abstand gehen. Und BÄM! Jawohl. Damit hätten wir das Intro schon mal erfolgreich überstanden. Nein! Nein! Oh Gott. Oh Gott. Und ich kann nicht laden. Ich kann nicht zurücksetzen. Das Spiel, wenn ich in diesem Status bin, lässt mich das Spiel nichts mehr tun. Ein drittes Mal. Oh, hau ab von den Münzen da hinten. Hau ab von den Münzen. Ja, ja, jetzt sind die Münzen weg. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Ich darf mich nicht von den Hüten treffen lassen. Ja!
Sehr gut. So, aufpassen. Droppt er wieder Münzen? Nein, das waren die vorhin noch vom ersten Treffer. Hutland abgeschlossen. Checkpoint aktivieren. Kurz speichern. Und jetzt wird es schon äußerst interessant, weil wir jetzt, soweit ich weiß, nicht den Skip benutzen, den wir im Speedrun immer verwenden, ne? Indem wir den Dino einsammeln, um quasi zum Madame Brutal Fight zu kommen. Weil in dem Stein, den wir da entfernen, sozusagen eine Münze bekommen würden. Das heißt, die einzige Möglichkeit für uns zum Madame Brutal Fight hochzukommen, ist es, theoretisch hier über die Seite, über diese Fossilien, beziehungsweise über diese Knochen dieses Riesendinosaurierfossils, sich nach oben zu arbeiten. Es geht, dass man von diesem Felsvorsprung auf den inneren Bogen dieses Fossils springt und sich von da dann weiterarbeitet. Es gibt, soweit ich aber weiß, auch eine einfachere Methode. Für diese Methode, ich weiß, es wird jetzt sehr analytisch, dürfen wir allerdings nicht diesen Mond dort drin sammeln, weil dann die Brücke runterfallen würde. Und mein Ziel ist es jetzt, ich habe das noch nie getan, ich habe es nur einmal in einem Video gesehen, dass man hier oben auf die Brücke draufkommt. Und von dort kommt man dann leicht auf das Fossil und dann nach oben. Und das gilt es jetzt für mich herauszufinden, ne? Wie ich dort oben auf diese Brücke komme. Ich glaube, wir können, lass mich mal schauen, hier hoch. Oh je. Ich meinte natürlich hier hoch, richtig. Und von hier geht's dann irgendwie für mich weiter jetzt. Aber ich muss das jetzt testen. Das könnte klappen. Ja, doch, das klappt. Genau so klappt's. Ich werde mal was anderes probieren. Irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Geht das auch von hier? Eventuell, aber ich glaube eher nicht. Oh, lol, jetzt hat er da einen Münzenfall gesetzt. Ich bin tatsächlich aktuell noch etwas aufgeschmissen. Ich werde noch nicht so ganz schlau draus, wie ich hier weiterkomme. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier noch gemeinsam eine Lösung finden werden. Ah, es ist schon close irgendwo. Das war gar nicht schlecht. Das war mein bester Versuch bisher. Oh Gott, jetzt habe ich übel laut geschrien. Das war richtig gut. Okay, Leute. Ich habe herausgefunden, wie es funktioniert. Wir brauchen die Joy-Cons dafür. Ich habe ein bisschen Angst, weil meine Joy-Cons, mein linker Joy-Con ist ein bisschen am Arsch. Aber es geht... Oh nein, das meine ich. Die Kamera fängt an, sich zu drehen, ohne dass ich was tue. Das ist... Welcome to my life. So, willkommen im Leben mit kaputten Joy-Cons. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber prinzipiell, man wirft Cappy. Zack, zack, zack. Oh, stopp. Falsch. Moment. Man wirft Cappy nach unten. Wie werfe ich den nach unten? Genau. Ich glaube, ich hab's. Zack. Nach unten. Zack. Genau. Und dann kriegt man hier übelst viel Speed und kann es damit schaffen. Und genau diesen... Ich habe eine Münze bekommen. Wir probieren es trotzdem, um es euch zu zeigen. Danach werde ich den neuen Spielstand laden. Und genau das, was ich euch gerade gezeigt habe, machen wir... An dieser Stelle. Genau an dieser Stelle. Gar nicht so schlecht. Natürlich war es nicht sehr, sehr korrekt ausgeführt, aber es ist so ungewohnt, mit Joy-Cons zu spielen. Holy shit. Nein! Die darf nicht über die Klippe gehen. Die Cappy darf nicht über die Klippe gehen. Nicht nach oben! Nicht nach oben! Ich drücke reichlich! Jetzt habe ich lila Münzen eingesammelt. Okay, zum ersten Mal habe ich es hinbekommen. Bloß hat die Ausrichtung einfach nur länger gepasst. Jetzt habe ich ein gutes Setup gefunden. Hier werfen. Genau. Zack, zack, runter. Ha, jetzt muss nur noch Cappy richtig landen. Aber das Setup ist nicht schlecht.
Yes! Yes! Okay. Aufpassen. Ich kann jetzt fast nicht sagen, ich habe eine Stunde dafür gebraucht. Weil ich habe dann erst nochmal die Versions-Updates überprüft. Ab und zu ist es auch so, dass gewisse Glitches in Versionen rausgepatcht werden. Und ich spiele ja mittlerweile auf der neuesten Version, auf Version 1.3. Und da muss natürlich nochmal mehr aufpassen. So, diesen Checkpoint dort oben, den da, den darf ich nicht aktivieren. Weil wenn man bei dem spawnt, dann landet man automatisch in diesem Busch. Und da ist eine Münze drin. Das heißt, wir brauchen den nächsten Checkpoint. Und der müsste hier drüber sein. Das Ding ist nur, ich habe jetzt in diesem Spielstand ewig lang rumprobiert, darüber zu kommen. Ich habe tierische Angst, dass ich irgendwo aus Versehen mal den Sprungknopf gedrückt habe. Es ist echt ganz, 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 ganz gruselig. Aber ich kann es ja auch nirgendwo überprüfen, ob ich schon mal gesprungen bin. Ich glaube nicht, dass ich gesprungen bin, aber ich kann es nicht versichern. Ich kann es nicht versichern. Aber jetzt ist es so, Hund, verzieh dich, dass ich, glaube ich, von hier... Moment, ich darf keine lila Münze einsammeln. Moment, Moment, wir machen das ähnlich. Oh shit. Aber das ist nicht so schlimm. Genau deshalb, genau aus diesem Grund, haben wir uns diesen Checkpoint hier geholt. Puh. Yes, yes, sehr gut. Diesen Stein kann man als quasi als Rampe nutzen. So, jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Genau hier hin. Und jetzt auf diese teuflischen Büsche da oben aufpassen. Genau. Alles einwandfrei. Wer jetzt aber denkt, wir können einfach zum Bossfight gehen, no, 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 das ist nicht möglich. Das ging in der allerersten Version, in Version 1.0. In den späteren Versionen wird dieser Bosskampf nicht getriggert. Sie ist zwar da und wir kriegen auch Damage von ihr, weshalb ich jetzt neu laden muss. Das war voll retarded. Ich habe ja auch noch Null Damage aktiv. Boah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das ist kein Problem. So, und auch wenn sie hier steht und Schaden macht, wie wir unschwer erkennen konnten, können wir den Kampf nicht triggern. Trotzdem war es sinnvoll, hier hochzukommen. Weil wenn wir jetzt mit diesem Kettenhund uns den ersten Mond holen werden, ne, dann wird die Brücke runterklappen. Ne? Dann wird quasi erst dieses Level so richtig geladen, ne? Also auch der hintere Bereich, in dem wir uns bewegt haben. Und dann sind wir auch in der Lage, den Bossfight zu triggern. Und damit wir den ganzen Weg nicht nochmal gehen müssen, haben wir uns vorhin oben den Checkpoint aktiviert. Und deswegen das Ganze. Weil jetzt ist die Brücke runtergeklappt, jetzt können wir sie quasi nicht mehr als Podest benutzen. Ne? Und dann hätten wir den Weg, diesen übelst umständlichen Weg über die Grippe nehmen müssen. Und das ist super nervig. Aber so ist das eigentlich eine recht willkommene Erleichterung. So, dieser Bossfight, den stelle ich mir nicht so schwer vor. Also ich glaube, Münzen gibt es hier kaum, außer fürs Damage machen. Hüpfen ist auch nicht notwendig. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir kein Damage bekommen. Aber so super fast ist dieser Kettenhund jetzt auch nicht. Vor allem das Gute ist ja auch noch mit diesen Pfeilen, zeigt uns ja genau an, wo er hindüst. Und dann können wir ihn jetzt hier einfach wirklich easy schnappen, ne? Und diesen Boss halt hoffentlich relativ fix über die Bühne bringen. Zack, zack. Das sieht gut aus. Und damit bekommen wir unseren allerersten Multimoon, meine lieben Freunde. Und damit endet auch der erste Part meines No Jump, No Coin, No Damage Runs. Und ich hoffe, ihr habt tierisch Bock darauf. Lasst einfach gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr von nichts mehr verpassen wollt. Selbst nach diesem Projekt habe ich noch einige 3D Mario Challenges im Petto, auf die ich Lust habe. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, hoffentlich werden wir nicht zu sehr leiden. Haut rein, euer Hübi.